Hallo Leute! Hi! So, wir haben das jetzt so beschlossen, für die, die es nicht mitgekriegt haben. Falls sie es überhaupt gesagt haben, weiß ich nicht so genau. Wir werden das zwar nicht zu einem Yay bis 85 Leveln Projekt machen, weil das einfach zu langwierig ist und ganz ehrlich, wer hat da schon großartig Bock drauf und die Zeit fehlt auch noch ab und zu. Ja, aber die Schnupperstunde soll jedenfalls dazu dienen, euch das Anfangsgebiet zu zeigen von den Goblins und zwar das komplette. Genau. Ja. Ja, das muss jetzt sein. Ich bin hier gerade, wer bei mir guckt, hier wurschtel an Soundeinstellungen am rumwurschteln und so. Und ja, ich denke, wir können. Also, wir gucken auf unsere allseits beliebte Karte. Wir sollen Fallschirmjäger, Landminen sprengen und ja. Und den Kopf von diversen Leuten holen. Und die Köpfe sind meiner Meinung nach gerade in der Nähe, also näher dran als erstes sozusagen. Ja, klar. Ben. Ach du Scheiße! Fuck! Ja, da hat man auch mal schön die Sterbeanimation gesehen. Kannst du schon Ja, wieder ich nicht. beleben? Nö. Ich dachte, das geht so. Ja. Hä? Oh, was ist das denn gewesen? Was? Da habe ich irgendwas voll umge... Ach so, die soll man so sprengen von Weitem oder was? So? Ah ja, ich verstehe. Aha, ich verstehe zwar nicht, aber ich werde ja gleich verstehen. So, ich werde dann die ersten Folgen übrigens, die bei mir fehlen, einfach von Nicole downloaden und hochstellen, denke ich mal. Ja, Tu dir wird schon keinen Zwang passen. an. Das ist übrigens ein Hunter, also. Ja. Ist halt ein bisschen durcheinander, Leute, aber wer sich ein bisschen auskennt und so, der kommt klar. Er geht doch einfach auf die Playlist und da haben wir, zumindest bei mir ist das so, da haben wir eine extra Kartei aufgelegt und da sind dann dementsprechend die, lass mich nicht lügen, die Gedöns, Gesöcksdinger, wie heißt. Die Gedünstgesöcksdinger. Ja, da steht jetzt WoW Horde Blub. Na? Ja. Und da drückt man drauf auf die Playlist und dann könnt ihr von 1 bis, ich weiß noch nicht, wie viele Folgen das haben wird, haben. Sehen. Blub. Ja. Wieso? Das ist eine Landmine. Warum kann ich sie nicht sprengen? Geht doch. So, wir müssen den Typen hier killen. Komm schon, Level 10er! Scheiß Allianzer, du! Nö, der Fallschirmjäger greift mich gar nicht an. So, eins und zwei und drei und bam Ja, und 50, 64, 90, 2000. Ja, ich muss jetzt eigentlich da dran wir denken. sind deutscher Meister oder so. Wie ging das? So. Warte. Also, jetzt haben wir den 4, Kopf von dem, 4, müssen wir looten. 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Ein Mit dem Herz in der Land Hand und und der Leidenschaft bein werden wir der Weltmeister Weltmeister sein. sein. Jo. Ja. Und um jetzt auch noch die Sache zu begründen, warum wir das Goblins-Anfangsgebiet noch zeigen. Erfahrene WoW-Spieler kennen den Rest ja eh schon, ne? Naja, aber wir denken ja auch, dass solche Noobs zugucken, die keinen WoW kennen. Ja, aber Und das Goblins-Anfangsgebiet ist halt das für die, Top-Neue und das ist das Wichtigste ja, daran. und für die sollte man das aber auch erwähnen, dass jeder Charakter, wenn er aus seinem Anfangsgebiet kommt, die Orks aus dem Orkgebiet, die Trolle aus dem Trollgebiet, die Hexen, ja, Hexenmeister schon klar, die Gnome aus dem Gnomengebiet und so weiter, sind die, ne, Gebiete, die sich danach in den nachfolgenden Gebieten treffen sich dann die jeweiligen anderen Klassen, Rassen, was das Ding. Ich bin gerade Brain AFK. Ja, toll. Ist ein Schurke, so ein scheiß Wort, ey. Hilfst du mir? Ja, Achso, klar. wo bist denn du?
Ach da, okay. Na, auf jeden Fall wollte ich damit ausdrücken, dass mit diesen. Danke. Muss man nicht so eine blöde Miene, echt. So, ich wollte auf jeden Fall damit ausdrücken, dass diese Gebiete, ne, wo die Rassen, ne, anfangen, sind individuell gestaltet und das jeweilige, was danach kommt, ist etwas, das kriegt jede Rasse genauso will. Da kannst du auch. Hauptsache du bist da jeweils bei der Horde. Also die Vorks werden jetzt nicht danach in Hordengebiet rumstolpern, dass wir uns hier richtig verstehen. Wir haben die Quest fertig. Wir müssen noch. Ja, nee, wir müssen noch einen töten hier oben. Na, ich glaube, das ist so okay verstanden, ihr erklärt. Ja, zum Beispiel, die Menschen fangen, ganz primitiv gesagt, die Menschen fangen im Menschengebiet an und kommen dann aber später in ein Gebiet, wo alle Allianzer, sprich Menschen, Gnome, Zwerge, Nachtelfen, Worgs und Draenis dann alle questen können. Man könnte auch einen Draenei nehmen und ins Menschengebiet setzen, das ist im Prinzip auch kein Problem, aber der fängt da halt nicht an. Ja, aber ob das jetzt geht mit den Goblins, weil sind auch eine extra Insel und so weiter. Und ich habe da jetzt nicht wirklich schon wen anderes gesehen. Ja, das ist auch so eine Frage. Das ist ja auch alles mit Events verbunden. Es ist halt etwas genauer, spezieller verknüpft. Also man sollte sich ein bisschen mit WoW auskennen, um zu verstehen, was sie hier rüberbringen wollen, okay? Ist der bei dir beim Speerposten? Ja, sicher. Okay. Ja, steht ja da, Speerposten. Es gibt übrigens aber auch Klassen, ne, die sind, nee, Rassen, die fangen an gleichen Stellen an. Ja, wie zum Beispiel die, ja. Trolle und die Orks, die fangen doch an der gleichen Stelle an. Ja, oder Gnome und Zwerge, die fangen auch an der gleichen Stelle an. Ja, aber sonst nicht. Daddy, wie war's wo? Stolz von Kizan, ich hab die Quest nicht gelesen. Boah, geht's jetzt? Köpfe abgeben. Ah ne, ich hab da nur was abgegeben, boah, und ich hab gedacht, egal. Ich kann einen Skillpunkt verteilen. Wie? Das können wir doch noch gar nicht. Ich bin gerade Level 10 geworden. Du Noob. Geht mit Ehre. Jetzt bin ich Level 10 geworden. Und eine ganz große Ausnahme bei dieser ganzen Anfangsgebiet-Geschichte bildet natürlich, wie heißt es, der Todesritter, die fangen alle im gleichen Gebiet an, unabhängig davon, welche Klasse die jetzt sind. So. Ganz ehrlich, jetzt, wo das Release draußen ist, ne, ist doch der Lich King offiziell tot. Ja. Questet man da trotzdem noch für den? Doch, so, was lerne ich da? Züchtig das Ziel verursacht 30, kann ich schauen, noch 30 Sekunden. Ich mach hier jetzt mal den Skill-Erklärer für Magier. Also, und du machst gleich für Priester. Also, wir haben hier, wähle eine Spezialisierung als Magier. Ihr werdet sofort mächtige Boni erhalten. Das heißt, wenn ich auf Arkan-Specke, bekomme ich diese Arkan-Spezialisierung. Erhöht den Schaden eurer Arkans aber um 25%. Hier unten steht dann noch, hier von wegen manipuliert Arkane Energien und spielt mit dem Wesen vom Raum und Zeit selbst. Ja. So, als kleine Erklärung. Hier ist das natürlich bei Feuer so, dass man Feuerschaden 25% mehr macht. Setzt einen Pfeil mit Feuerbällen und Drachenatem außer Gefecht. Und hier haben wir Babam Frost. 25% Frost, hat da wahrscheinlich auch sofort die Wasserelementarbeschwörung, glaube ich, ne? Und friert halt freie Feinde ein. Bei den Feuer der Pyroschlag und hier Arkane-Beschuss. So, da ich jetzt ein Feuer, ich spiele mit dem Feuer, Mage bin, mache ich das. Und drum machen wir auch sofort den Skill. Ich dachte, jetzt kommt Spiel mit dem Feuer hier oben. Machen wir den Skill. Verbesserter Feuerschlag. So, um den Skill dann zu erlernen, sage ich mal, ne, drückt man dann auf Erlernen.
Möchtet ihr dies wirklich tun? Ja. So, und somit hat er geskillt. Ja. Kann ich zum Priester? Ja. Der Priester hat grundprinzipiell zwei Heiligspecks und einen Schatten, also ein Schadenspeck. So, der Schadenspeck hier beruht sich auf Schatten. Ja, ist ziemlich dot-basierend, wie das jetzt allerdings später aussehen wird wegen dem neuen Zauber, weiß ich jetzt auch nicht. Ist egal. So, Punkt. Das ist jedenfalls für Schaden. Und die zwei sind für die Heilung da. Disziplin ist eher für den PvP-Bereich eigentlich. Das bedeutet für Spieler gegen Spieler. Wird aber mittlerweile auch sehr gerne im PvE gesehen, also in Instanzen und so weiter, wo man mit Spielern zusammen gegen Computerfiguren kämpft. Ja, weil es eben jetzt auch nicht schlecht ist. Und die Heilung ist eigentlich der übliche PvE, also Spieler gegen Bosses, Back. Ja, keine Ahnung, weil es halt so ist. So, komischerweise lernt man hier als Initial Zauber irgend so ein Damage-Teil. Darum habe ich überhaupt keinen Bock, jetzt heilig zu skillen. Schatten ist ja sowieso Schaden und da ich jetzt heilen möchte, lerne ich mal die Kunst der Disziplin. Die Disziplin beruht mehr auf die Absorptionstheorie, keine Ahnung. Das heißt, man heilt weniger, man absorbiert eher und man verliert auch ziemlich wenig Mana als Disziplinpriester in der Regel. Als Heiligpriester ist das eben weniger auf Absorption spezialisierter, heilt man halt ganz durch und Schatten ist Schaden. Keine Ahnung, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. So. Und was lerne ich da jetzt? Erhöht den von euren Zauber, macht was Schild, absorbiert den Schaden. Erhöht den Schaden und heiligt Zauberschatten sowie eure Heilung. Ja, das hört sich doch nett an. So. Dann drückt man hier auf Erlernen und schon kann man die Kacke. So, und was hast du jetzt gemacht? Bist du mit der weggeflogen oder?